Liebe Fans des SV Nussdorf, wir gehen in eine neue Saison 2014-2015. Der Sportverein Nussdorf macht dies mit einem neuen Trainer, Fritz Oberascher. Hallo Fritz. Servus, grüß dich. Fritz, kannst du dich den Fans bitte vorstellen? Ja, Fritz Oberascher war eigentlich bis jetzt immer Stollinger, bin seit kurzem, seit guten halben Jahr in Nussdorf wohnhaft, in unmittelbarer Nähe vom Sportplatz. Bin gerade 40 Jahre geworden, also eigentlich im besten Alter, hätte ich gesagt. Hab drei Kinder, drei Buben. Ja. Danke. Wie darf man sich den fußballerischen Werdegang von dir vorstellen? Nahrungsmäßig bis 25, 26 in dem Alter habe ich beim SRK gespielt. Für die Regionalliga Mannschaft auch den einen oder anderen Einsatz gehabt, war dann bei Blau-Weiß tätig in Ebenau. Habe dann zum Fußballspielen aufgehört und wie ich dann Neustart bei der Austria gewesen bin, eigentlich wieder angefangen. Ich war dann bei der Austria 1B-Trainer, war Co-Trainer in der Kampfmannschaft, war dann U17-Trainer bei der Austria, bin halt mit der Austria Landesmeister geworden in der U17. Danach nach Seekirchen gegangen und mit der Seekirchen 1B eben auch das eine oder andere Aufeinandertreffen gehabt mit Nussdorf. Fritz, du arbeitest jetzt seit eineinhalb Monaten mit der Mannschaft, hast schon einige Testspiele hinter dir. Was ist dein Eindruck von der Mannschaft, das ist von Nussdorf? Ich bin positiv überrascht, was das Auftreten ist der Mannschaft, wie die Einstellung ist im Training, wie das Mannschaftsgefüge eigentlich vorhanden ist. Da muss ich mich erst einbinden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt woanders so viel schlechter gewesen wäre, aber es ist immer ein Neustart, wo neue Leute kommen, also nicht nur ich und durch zwei, drei neue Spieler, junge Spieler von unten aufgekommen sind und im Grunde genommen ist das noch im zweiten Training gewesen, wie wenn es jetzt mit dem Herbst gewesen war, super aufgenommen worden. Das ist die dritte Saison des SV Nussdorf in der zweiten Landesliga, der bis jetzt höchsten Spielklasse für den SV Nussdorf. Was sind die Ziele für das heutige Jahr? Ein Ziel ist sicher, dass wir uns tabellenmäßig uns nach vorne verbessern. Letzte war der fünfte Platz, also ist das Minimalziel der vierte Platz. Und was dann sonst noch ausschauen kann, wenn man bis im Sommer oder bis im späten Frühjahr im nächsten Jahr dann sein wird. Welchen Fußball dürfen die Fans vom SV Nussdorf von dir erwarten? Ist die Anlage eher defensiv, offensiv oder stellst du dich eher auf den jeweiligen Gegner ein? Es sind alle Faktoren dabei. Grundsätzlich sagen wir mal so, grundsätzlich will ich offensiv spielen. Lieber drei Tore mehr schießen, mit der Gefahr, dass wir da halt dann zwei kriegen dürfen. Ich will lieber 3-2 als wie 1-0, also ist die Spielanlage sicher offensiv. Das was aber nicht heißt, dass wir jetzt gegen jeden Gegner ins offene Messer laufen werden und sollen. Das ist sicher meine Aufgabe, dass wir uns dann entsprechend da drauf einstellen. Und es ist, man muss sie trotzdem, egal wie die Spielanlage ist, auf jeden Gegner oder auf jeden Sportplatz hier entsprechend anpassen. Aber mit dem Spielerpotenzial, was wir haben, wie sagt man, Angriff ist die beste Verteidigung und so werden wir sicher das Spiel anlegen. So kein fixes System, offensiver ausgerichtet. Die Fans werden es freuen, wenn sie offensive Spiele sehen und viele Tore, die hoffentlich dann gut für uns ausgehen. Die Mischung der Mannschaft, wie schätzt du die ein? Es sind jetzt einige Spieler aus der U16 nachgerückt. Es sind neue dazugekommen, auch Routiniers. Ich finde, dass wir aktuell eine gute Mischung haben. Ältere, wo ich mit Rudi Gernz ist gekommen. Mit HB, der was zurückgekommen ist nach Nussdorf. Wir haben Junge, die was aufgekommen sind aus der 16er und wirklich eine gute Qualität haben. Und ich sehe da gute Entwicklungschancen, auch vor allem für die Jungen, die was sie an die älteren Spieler anhalten können. Und durch das einfach auch mehr Qualität kriegen, reifer werden. Um das geht es auch. Und ich glaube, da kann was rauskommen. Also es ist geplant, die Jungen mit einzubinden, mit einzubauen in die Spiele? Auf alle Fälle. Wir müssen schauen, ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich bin jetzt der vierte Trainer dieses Jahr im Verein. Muss ich jetzt auch im Weitblick auf meine Zukunft im Verein allein aus dem Grunde schon Junge einbauen, damit sie die besser entwickeln, damit die viel früher in die Kampfmannschaft einrutschen. Es ist meine Aufgabe, eben, da die richtige Mischung zu finden. Sehr gut. Auch wir wünschen uns Kontinuität. Das haben wir gesprochen, vier Trainer wurden in kurzer Zeit. Fritz, vielen Dank fürs Interview. Wir wünschen dir sehr viel Spaß bei deiner Arbeit, viel Erfolg
und den Fans wünschen wir spannende Spiele und Spaß beim Zuschauen und dass sie hoffentlich zahlreich die erscheinen und die Mannschaft unterstützen. Vielen Dank. Danke.